Die 8. internationale Golden Roof Challenge Anfang Juni in Innsbruck war der bisherige Höhepunkt der seit 2005 bestehenden Veranstaltung und brach alle Rekorde. Die Veranstaltung begann mit einem Slackline-Show-Akt der Sonderklasse. Die neu konstruierte, größte mobile Leichtathletikanlage der Welt bestand die Feuertaufe mit Bravour. Die Altstadt ist voll, sie zittert, das Publikum begeistert, absolute Weltklasse-Leistungen. Die Athleten sind begeistert, eine super Generalprobe unserer neuen mobilen Sportanlage. Ein Märchen, ein Traum. Zufrieden mit den Leistungen von den Athleten? Sehr zufrieden. Wir haben, also der allererste Sprung war bereits Meeting-Rekord im Weitsprung. Wir haben jetzt absolute Weltklasse im Stabhochsprung da, also die Leistungen sprechen für sich und wir haben weltweit einen hervorragenden Ruf uns erarbeitet. Der allererste Weitsprung der Konkurrenz, der Weltranglistenzweiten Elena Sokolova, bedeutete bereits Meeting-Rekord. Sokolova brach ihn im Verlauf noch zweimal und fixierte ihn schließlich mit 6,83 Meter. Im Weitsprung der Männer konnte der regierende Indoor-Weltmeister Mauro da Silva das Duell gegen den dreifachen Vize-Weltmeister James Beckford in sehr guten 7,98 Meter für sich entscheiden. Der Stabhochsprung der Männer ging in einer backenden Konkurrenz mit 5,60 Meter an den EM-Bronzemedaillengewinner Czerwinski. Wie geht es weiter mit dieser Golden Roof Challenge oder dieser Tour? Ja, wir haben jetzt durch das, dass wir eine mobile Sportanlage konstruiert haben, auch die Möglichkeit, in anderen Städten Europas das Konzept zu präsentieren und sind jetzt am kommenden Dienstag in München am Odeonsplatz vor erwarteten 10.000 Zuschauern zu Gast und am 24. Juni in Köln am Rheinauer Hafen vor ebenfalls vielen tausend begeisterten Fans. Und für das kommende Jahr ist die eine oder andere Stadt als Ausbaustation weiter geplant. Auf der Slackline so hoch über Innsbrucks Altstadt, was geht einem da durch den Kopf? Es geht einem gar nicht so viel durch den Kopf. Man muss einen Kopf versuchen auszuschalten. Natürlich, die Leute machen einen Trubel, macht natürlich extrem viel Spaß. Aber was geht einem durch den Kopf? Nicht viel. Nicht viel, bis gar nichts. Ja, im besten Fall. Wenn du da drüber gehst, was musst du dich dann ganz fest konzentrieren? Oder? Ja, das geht Schritt für Schritt. Ja. Also man denkt noch nicht ans Ziel, sondern man denkt immer an den nächsten Schritt. Ja. Man denkt nicht ans Fallen, weil wenn man ans Fallen denkt, dann fällt man auch. Ja. Man darf keine Zweifel aufkommen lassen. Ja. Man muss bei der Sache sein, dann funktioniert das auch. Es ist mir ein Anliegen, dass man die Attraktivität dieser Sportart auch wieder aufleben lässt.